Eine Woche lang hatte Television Zwickau Kindereinrichtungen aufgerufen, sich an der Bofrost-Eisaktion zu beteiligen. Im Rahmen des Kindertages wurden 1000 Eis für die Kinder verlost. Heute Morgen konnten sich die ersten Kids damit überraschen lassen. Genau 5 Minuten vor der Schulpause fuhr der Bofrost-Fahrer Stefan Gündel mit dem Kühlfahrzeug auf den Hof der Förderschule Hirschfeld. Dann musste Schulleiter Günther Bartel den Kindern erstmal erklären, was es mit dieser Aktion auf sich hat. Denn es war eine Überraschung. Keiner der Schüler hat vorher davon Wind bekommen. Normalerweise wäre jetzt Mathematikstunde, aber es sollte eine Überraschung sein. Das hängt alles ein bisschen zusammen mit dem Herrn Triebel. Und das Auto, erkennt das jemand? Eis essen. Ja, ist okay. Ne? Und die Firma ist ja dran, Bofrost. Und da ist eine Überraschung und das sind die Eltern von der Susanne Schulz, der Herr Schulz. Und da wird mir erklären, weshalb ihr heute hier da seid. Ich wusste nämlich auch nichts davon. Ich bin auch vollkommen überrascht worden. Eigentlich war es die Frau von Wolfgang Schulz. Sie ist langjährige Zuschauerin von Television Zwickau. Und eines Tages hat sie den Aufruf gesehen, sich an der Verlosung zu beteiligen. Und deshalb hat die gesagt, Mensch, die machen hier so eine Eisaktion. Da könnten wir doch einmal versuchen mitzumachen. Vielleicht haben wir Glück. Und deshalb haben wir das gemacht. Und Sie mussten dann mit Ihrer E-Mail-Adresse herhalten? Ich musste mit der E-Mail-Adresse herhalten und der Sohn hat es aber geschrieben, weil der sich da am besten damit auskennt mit dem Zeug. Also die ganze Familie war involviert. Sie hat es nicht gewusst. Ihr haben es nicht verraten. Das war eine Überraschung? Ja. Ja. Das Eis ist ja schon weg. Hat's geschmeckt? Ja, das war sowas von lecker. Wunderbar. Einfach und wunderbar. Wenn man die strahlenden Kinderaugen sieht, haben wir alles richtig gemacht, würde ich sagen. Witzig waren auch die Umstände, wie die Schule von dem Gewinn erfahren hat. Es war ja zunächst ein Vater, der sich an der Aktion beteiligte. Mit dem Namen des Gewinners wandte sich der Bofrost-Niederlassungsleiter Lars Triebel an die Schule. Und dort wusste man erstmal von nichts. Es war echt eine Überraschung, denn Herr Triebel von Bofrost rief an und wollte den Kollegen Schulz sprechen. Und da existierte natürlich gar nicht an der Schule. Ne? Und im Nachhinein fiel uns dann der Fadi ein, der sich ja oft an solchen Wettbewerben beteiligt. Und Sie hatten dann auch gleich noch die benachbarte Grundschule angesprochen, oder? Ja, wir leben und lernen ja hier gemeinsam. Und da dachte ich, im Rahmen des Kindertages wäre das auch eine Überraschung für die Kinder der Grundschule. Und das ist scheinbar gelungen. Die Erwachsenen durften selbstverständlich auch mal in die große Eiskiste greifen. Und den Kindern sah man die Freude deutlich an. Naja, Eis kommt halt immer gut an bei den Kindern, sag ich mal so. Ne? Ob das nur früh um 8, 8:30 ist, ne? Oder Nachmittag, ist eine tolle Sache. Ich würde mich auch freuen, wenn ich Kind wäre noch. Und ich sag mal so, das Wetter spielt ja auch mit. So ein großer Faktor. Das waren nur die ersten Eisportionen von insgesamt 1000. Alle weiteren Gewinner bekommen in den nächsten Tagen Besuch vom Bofrostfahrer.